Ich auf der Suche nach Drehorten. Für Episode 1 habe ich jetzt das ideale Wohnzimmer gefunden und neben mir steht der stolze Besitzer Markus Gonzo-Renger. Vielen Dank, dass wir bei dir drehen dürfen. Und er wird auch im Film als Steve zu sehen sein, in selbiger Episode. Jo, Gonzo, was hat dich bewogen, uns da reinzulassen? Ich habe schon öfter gesagt, ein Filmteam im Haus und alles ist aus. Das ist ein Satz von meiner Mutter, die hat Erfahrung. Warum? Naja, ganz einfach, du hast mich gefragt, ich kenne dein Wirken, ich kenne deinen genialen Geist und es ist dann eigentlich so, dass wir das umformulieren müssen. Ich muss dir danken, dass du gefragt hast und selbstverständlich sehr gerne bin ich selbst und mein Wohnzimmer dabei, das eigentlich ein Büro ist. Das müssen wir jetzt schon sagen, 70% da hier ist ein Büro. Kein Wohnzimmer ist ganz wichtig, weil wenn du irgendwo einreist bei etwaigen Förderstellen, könnte es sein, dass das irgendwann in die Hände der Finanz gelangt. Und da muss man dazu sagen, es handelt sich um ein Büro. 70% davon sind abschreibbar, 30% sind privat, was auch durchgeht, weil ich ja 50% der Zeit nicht hier bin. Deswegen eine hundertprozentige Nutzung sich von Haus aus nur mehr auf 50% herunter reduziert und diese 50% davon die Hälfte wären 50. Also ich habe eigentlich jetzt einen Rechenfehler gemacht, aber wurscht, wenn der Finanzbeamte kommt, wäre es richtig rechnen. Stellt uns ein Büro zur Verfügung.